Willkommen beim Tutorial für die Zitronenkipferln. Die Zutaten: Mehl, Zucker, Butter, Zitronensaft, ein Ei, Backpulver und etwas Milch. In eine Rührschüssel gebt ihr euren Zucker und die Butter und schlagt beide Zutaten gemeinsam schaumig. Während die Küchenmaschine weiterrührt oder beziehungsweise ihr selbst weiterrührt, gebt ihr das Ei, natürlich ohne Schale, und den Zitronensaft in den Teig und schlagt sie mit hinein. Ebenfalls während des Rührens oder Schlagens gebt ihr nach und nach vom Mehl hinzu und auch das Backpulver. Und erst ganz zuletzt, wenn diese beiden Zutaten eingearbeitet sind, die Milch, um den Teig noch ein bisschen cremig zu machen. Euren fertigen Teig legt ihr auf eine Arbeitsfläche. Er sollte schön fest, aber auch formbar sein. Und mit angefeuchteten Händen nehmt ihr jetzt jeweils eine Portion ab, beziehungsweise teilt den Teig in, in ungefähr 30 gleich große Portionen. Jetzt haben wir 15, 5. Na, ein bisschen kleiner. Also plus minus diese Größe eines Tischtennisballs, Kastanie. So kleine Bällchen eben. Die braucht ihr jetzt. Also das ist jetzt ein Fünftel. Hier haben wir so ein Fünfzehntel. Das ist die Hälfte vom Teig noch. Die formen wir jetzt zu einer kleinen Wurst. So, das liegt auf der Unterlage. Und diese Wurst, normalerweise werden Kipfeln ja, wenn ich es jetzt noch hübsch machen würde, so hörnchenförmig gebogen, aber ihr könnt sie irgendwie formen, wie ihr wollt. Ich mache heute mal was anderes. Wie ihr seht, habe ich mich für so hübsche S- oder 8-Formen entschieden. Und davon habe ich dann gleich ganze zwei Bleche, bisher bin ich nur bei einem. Und wenn die Achten oder Essen dann fertig sind, dürfen die noch nicht gebackenen Zitronenkipferln bei 180 Grad etwa 20 Minuten lang backen. Und so sehen die fertigen Zitronenkipferln dann aus. Ihr könnt sie noch abkühlen lassen oder solltet ihr sogar und dann, das wollte ich eigentlich mit dem Können sagen, mit Puderzucker bestäuben. Dann sehen sie noch ein bisschen hübscher und kipferlen stilechter aus. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit!